So, da sind wir wieder in unserem Hauptquartier, in unserer Basis, die XCOM-Basis. Und momentan können wir noch immer nichts weitermachen, wie den Planeten zu scannen nach Alien-Aktivität. Das machen wir auch. Ja, das Kraftwerk ist gleich fertig, das Alien-Material auch. Oh, da ist das Kraftwerk, sehr schön. Da haben wir das auf jeden Fall mal fertig. Ist auch nützlich. Und wir gucken, ob wir ein neues Bauprojekt uns leisten können. Okay, ein Satellitenkontrollzentrum können wir uns nicht leisten. Könnten wir zwar, aber da fehlen uns noch Ingenieure. Okay, dann müssen wir halt warten. Müssen wir warten und scannen wir weiter. Alien-Material haben wir erforscht. Sehr schön. Freut mich. Nanofaserweste zur Herstellung verfügbar. Die erhöht die Hitpoints ein bisschen. Diese leichte Weste aus einem dichten Nanofasergewebe verbessert den Körperschutz jedes Soldaten, der sie trägt. So, und jetzt können wir wählen, verhöre den Sektoiden, den wir gefangen haben. Das beginnen wir auch gleich. Okay, tja, er wollte sich wehren, aber was soll er da machen, wenn er eingesperrt ist? 8 Tage dauert es, ist eine ziemlich lange Zeit und deswegen scannen wir auch weiter. Als nächstes steht eigentlich der Ratsbericht an, das heißt Monatsende. Eingehende Übertragung. Und da kommt sie schon. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Ja, das freut mich natürlich. Das, was so gut da steht, mit einer Wertung von A. Und wir haben noch kein Land verloren. Ich hoffe auch, dass das so Denken bleibt. Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Und jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Kohle gekriegt. 375 Credits haben wir jetzt wieder. Und? Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Okay, einen Ingenieur haben wir zwar dazu bekommen, aber das reicht halt noch nicht für den... Der kleine Eindruck, den ich von Ihrer Technologie habe, sagt mir, es gäbe nicht viel, das Sie aufhalten könnte, wenn es Ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen. Ich vermute, Sie haben etwas anderes vor. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Ja, das mache ich auch. Die Satelliten habe ich eben schon mal in Bau geschickt. Die dauern nämlich auch 20 Tage. Und was wir haben, haben wir eben. Und das scannen wir einfach mal weiter. 5 Tage noch. Wir haben einen neuen Kontakt. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Okay, über Nigeria fliegt ein UFO. Größe Mittel ist jetzt ein bisschen größer. Und da schicken wir gleich unseren Abfangjäger da los. The Raven. Ab geht's. Bereit für Nahkampf. Wir können das hier jedes... Das läuft vollautomatisch ab. Ich kann es allerdings jederzeit hier abbrechen. Wenn ich Gefahr laufe, mein Schiff zu verlieren. Sie machen uns kalt. Okay, ich brech ab. Ich brech ab. Wurde ernsthaft beschädigt. Mist, ich hab's UFO nicht erwischt. Jetzt kann ich aber meinen zweiten noch hinschicken. Und hoffen, dass der das Ziel jetzt runterholt. Ich weiß auch nicht, das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen zweiten Raven dazu schicke, ob der noch die vollen Lebenspunkte hat. Oder, ja, okay. Piu, piu und weg war er. Und jetzt schicke ich meine Skyranger wieder los, dass sie ja die Gegend erkunden. Und den Sergeant Morris haben wir jetzt noch mit dabei als Unterstützung. Das sind beide Sergeants, der hier und der neue. Ich werde auf jeden Fall erstmal die Talentpunkte verteilen von dem. Dann nehmen wir auch hier Sprinter, 3 Felder weiterlaufen und das Medipack, das wir 3-mal benutzen können.
Dann kicke ich den aber hier mal raus. Und guck mal, ich muss doch noch... Sturm und Schwer, genau. Darauf wollte ich hinaus. Sturm und Schwer, dann nehme ich auf jeden Fall... Sturm? Ja, Sturm nehme ich die wieder mit. Ja, sowieso einen Pulsbogen einstecken. Ja, Unterstützung habe ich stehen. Scharfschütze, Scharfschütze. Ich will eigentlich nur mit einem Scharfschützen losziehen, deswegen werfe ich die auch raus und pack hier noch einen schweren rein. Dann nehme ich... Soll ich den mitnehmen? Ja, nehme ich den mit. So, farblich passt das alles eigentlich schon fast. Der hat noch kein... nichts in der Tasche. Oh, ich habe auch nur noch eine Splittergranate. Okay. Und. Bei dem tun wir kurz sein Equipment noch in Rot färben. Dass das alles so stimmt, wie ich das will. Ja, wo ist Rot? So, da haben wir es doch. Und dann starten wir die Kiste.